Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für euch die Charmy Box, die ja, Mai- und Juni-Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diese Box erscheint alle 2 Monate, kostet ab 23,33 € pro Box und ich habe einen Code, damit kannst du ein bisschen was sparen. Schau gerne mal in der Infobox vorbei, das müsste Claudi10 sein, sodass du 10% Rabatt auf die erste Box bekommst. Und ich darf auch wieder in diesem Video, weil es ein Kooperationsvideo ist, eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau einfach mal vorbei. So, die Charmy Box ist eine Box, die von der lieben Ina ins Leben gerufen worden ist. Und sie hat diese Box halt auch einfach mit ihrem ganz persönlichen Charme gestaltet. Also wir sehen hier auch ein Bild, was sie selber gemalt hat. Und das ist das Logo von der Charmy Box. Und das gibt der Charmy Box den entsprechenden Charme. Wir haben eine vegane und tierversuchsfreie Box, die, ich glaube, 5 Produkte enthält. Und immer ein Produkt zur Auswahl, sei es Farbe, sei es Haartyp, Hauttyp, ne? Und, irgendwas habe ich vergessen? Ne, habe ich nicht. Claudi 10, genau, das habe ich gesagt. Habe ich mir aufgeschrieben, ne? Nicht vergessen, Claudinchen. Hier habe ich jetzt einmal den Deckel entfernt und das Ganze kommt halt hier so raus in einem Butterbrotpapier, was ich auch sehr, sehr schön finde. Wir haben nicht dieses klassische Krüppelpapier. Das hier ist eine Karte, die, wie gesagt, auch von der lieben Ina selber gemalt wurde und sie ist halt so ein Katzenliebhaber, deswegen sehen wir auch immer diese Bilder mit den Katzen und sehr, 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 sehr schön. Genau, und dann habe ich hier noch die Produktkarte für den Monat Mai. Da sind die Produkte aufgeführt. Ab und an finden wir dort auch schon den ein oder anderen Gutscheincode, also dass man, wenn man das Produkt cool findet, das nachshoppen könnte. Ich werfe hier mal einen Blick drüber. Nee, dieses Mal haben wir hier keinen Gutscheincode mit am Start. Die Inhaltsstoffe sind hier immer aufgeführt und so ein bisschen Anwendungshinweise. Dann mache ich doch jetzt mal hier das Schleifchen auf und starte. Welches Produkt habe ich mir denn ausgesucht? Müssen wir mal gucken. Als erstes habe ich hier, witzig, wir haben, ich habe heute Filmtag. Das heißt, dieses Outfit, dieses Make-up seht ihr ein paar Mal häufiger jetzt. Ne? In super vielen Boxen befinden sich nämlich Körperpeelings. Und das passt halt einfach zum Sommer, damit man sich so ein bisschen vorbereiten kann. Beziehungsweise es passt zum Spätfrühling, damit man seine Haut schon so ein bisschen nice-peisy gestalten kann. Und ich finde es großartig. Ich verwende aber ganzjährig Körperpeelings. Das ist ein Body Scrub mit Kaffee. Genial. 300 Gramm sind drin enthalten von Vegan Fox und ich mag einfach gerne Kaffee. Das ist ein ganz, ganz, ganz tolles Produkt, Leute. Und da werden wir hier als Peelingkörner nämlich auch Kaffeebrött wohl drin haben. Das finde ich auch immer schön, weil es natürlich ist, ne? Das ist sehr flüssig. Oh, muss man wahrscheinlich vorher mal umrühren. Ich nehme hier auch keinen Duft wahr. Das muss auf jeden Fall ausprobiert werden. Und weil es halt so vegan ist, ne, so vegan vor allem, weil das vegane Kosmetik ist, haben wir öfters hier auch Mindesthaltbarkeitsdaten draufstehen. In dem Sinne ist es nämlich jetzt bis März nächsten Jahres haltbar, aber das wird bis dahin definitiv aufgebraucht werden. Schön. Dann haben wir als nächstes hier von Liebe die Natur ein natürliches Deodorant mit Aloe Vera ohne Aluminiumsalze drin enthalten. Und das dürfte eine Full Size sein. Finde ich persönlich auch schön. Ich verwende solche Rolldeos oder Stickdeos gerne abends, also nach dem Duschen, nach der Achselrasur, tat gar nicht weh. Das hört sich immer nur schlimmer an. Finde ich wirklich gut. Ne? Oh, das riecht auch schön cremig. Richtig angenehm nach Sommer, das mag ich gerne leiden. Und das ist halt super geeignet, wenn man halt die Achseln rasiert hat. Ne? Ich mag das halt nicht, wenn ich nachts im Bett schwitze. Das ist gar nicht mein Film, das ist, nee. Und dann verwende ich gerne abends einfach ein Deo. Dann habe ich hier ein Produkt von Skön drin enthalten. Night Cream Repair Mikrobiom. Unbeduftet 30 ml. Die sollen ja echt gut sein. Ne? Das habe ich jetzt schon öfters gehört, dass diese Skön-Sachen recht hochpreisig sind. Ich werfe jetzt hier mal so einen Blick drauf. Ja, 66,95 €. Aber die sollen auch wirklich, wirklich gut sein. Ne? Also ich werde sie wahrscheinlich meiner Stiefschwiegermutter in Spee schenken, weil sie war heute da und sie hat gesagt, für nächste Woche, weil die kommt immer einmal in der Woche vorbei, wäre es cool, wenn ich eine Tages- und eine Nachtcreme für sie finden würde. Ich sagte, das finden wir wohl. Das haben wir nämlich relativ spontan uns überlegt gehabt, weil das war so beim Rausgehen. Da sollte ich nicht nochmal extra im Lager nachschauen. Das heißt, die werde ich ihr schon mal zur Seite packen. Und ich meine, dass ich davon nämlich auch eine Tagescreme habe. Und das passt eigentlich ganz gut. Dann kann ich ihr das Bundle nämlich geben. So, und in diesem Schätzlein dürfen dann noch ein Produkt drin sein. Das andere habe ich hier.
Jo, wenn das halt so etwas ist, was zerbrechlich ist, packt Ina das nämlich immer schön ein. Das ist hier mit Glas nämlich. Das finde ich toll. Altea Organics Organic Bulgarian Rose Water mit Damascena-Rose. Hydrolat 60 Milliliter. Rosenwasser ist so eine beruhigende Geschichte, die man halt, je nachdem, wie man es halt auer knackt. Das tat aber wirklich weh, das war mein Zeh. Das war ein Reim. Wenn man das als Tonerersatz verwendet, finde ich Rosenwasser immer sehr schön beruhigend für die Haut. Auch eine super Geschichte, wenn man vielleicht ein bisschen zu viel Sonne abbekommen hat, egal wo, im Gesicht, am Körper, sich das einfach drauf zu machen. Oder so wie ich im Haaransatz. Also ich habe aus Malaga ein tolles Souvenir mitgenommen, und zwar ein Sonnenbrand auf dem Kopf läuft. ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön. Also Rosenwasser bin ich immer vorne mit dabei. Dann habe ich hier das letzte Produkt von den fünf. Von Le Papier, glaube ich, oder? Doch. Glossy Nude. Dusty Rose. Und das hatte ich auch schon mal als Lippenpflegestift. Das ist ganz, ganz, ganz spektakulär, denn du hast hier wirklich Papier und peelst dann hier, also wenn, ne, du ziehst dann hier immer dran und dann kannst du das so runter machen, wenn du den halt aufbrauchst. Sehr, sehr nachhaltig wirklich. Ein bisschen nervig, muss ich ehrlich gestehen, aber nachhaltig halt, ne? Du hast überhaupt kein Plastik und das finde ich sehr, sehr angenehm. Und das ist jetzt auch die Box gewesen, und wenn ich das so richtig sehe, haben wir einen bombastischen Warenwert. Heidenei, also 23,33 für diese Box, und dann hast du hier dekorative Kosmetik, Pflege für Gesicht, Pflege für den Körper. Ich finde das gut. Also eine schöne Box, die schön in meinen Geburtstagsmonat reinpasst und wo ich mich drüber freue. Also die Produkte kann ich definitiv verwenden, beziehungsweise Menschen in meinem näheren Umfeld können sie sehr gut verwenden. Und da freue ich mich doch drüber. Ich weiß gar nicht, ich habe gesagt, ne, dass ich eine Box in diesem Video verlosen darf. Schaut gerne in der Infobox vorbei. Vielen Dank an Ina. Das hat mir wieder richtig Spaß gemacht. Es war eine schöne Box mit schönen Produkten, die da drin enthalten sind. Ein toller Mix zu einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis. Und deswegen bin ich einfach halt auch ein absoluter Fan von diesen Beauty-Boxen, weil du einfach die Möglichkeit hast, für einen schmalen Taler wirklich intensiv coole Produkte, intensiv, genau, ziemlich coole Produkte austesten zu können oder halt auch Full-Sizes von den Produkten zu erhalten. Und die dann natürlich einen deutlich höheren Wert haben als das, was man dafür bezahlt. Ne? Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!